am Anfang ziemlich schwierig, dann erstmal wieder zur Schule zu gehen oder dann irgendwie normales Leben zu führen. Ich habe also nach dem Tod unseres Sohnes oder meines Sohnes erst gedacht, ich schaffe es alleine. Habe relativ schnell eigentlich nach dem Tod wieder so funktioniert und habe dann so nach einem Jahr also festgestellt, es geht nicht. Mein Bruder fragt auch immer, ja, Papa ist im Himmel und wann kommt er wieder oder kommt er noch? Vor dem Tod meiner Tochter habe ich davon natürlich noch nie gehört. Ich sage jetzt natürlich, weil das ganz vielen so geht. Ich habe zu meinem Mann gesagt, jetzt sind wir verwaiste Eltern. Ohne, dass ich jetzt wusste, dass es so einen Verein gibt. Jeder Trauernde sucht nach einem individuellen Weg, mit dem Tod des geliebten Menschen umzugehen. Dabei ist das Familiengefüge wie ein Mobile, an dem jedes Mitglied miteinander verbunden ist. Wird ein Faden davon durchtrennt, gerät das ganze Gefüge ins Wanken. Zu einem Therapeuten gehe ich, der vielleicht genau dasselbe erfahren hat wie ich, dem würde ich eher glauben. Also wenn der mir sagen würde, irgendwann wird es besser, dann würde ich es ihm glauben. Aber wenn mir das jemand sagt, der da keine Erfahrung drin hat persönlich, dem glaube ich es einfach nicht. Und wenn jetzt hier eine Trauerbegleiterin sitzt mit derselben Erfahrung und sagt mir, guck mich an, man kann lernen, damit zu leben, dann kann ich ihr das glauben. Unter meinen verbliebenen Freunden wird auch oft das Thema Tod des eigenen Kindes über Tod gespielt. Ja, und so hat sich zu diesen Gruppenmitgliedern so eine Art, kann man sagen, Freundschaft schon gebildet, dass ich mich manches Mal frage, was man denn eigentlich macht, wenn die eingeplanten 3 Jahre vorbei sein werden. Wir reden hier eigentlich fast über alles. Wir reden über, wie es einem zu Hause geht, was man in Ferien gemacht hat oder so. Also wir reden fast über alles. Oder fast alles. Ich bin der Sepp Meyer-Hörmann. Im Allgäu geboren, ein ganz kleiner Ort mit 350 Seelen, Ettelried nennt sich der, kleinen Bauernhof. Vor über einem Jahr hat sich ein Karzinom im Darm eingestellt bei mir, das haben wir dann entfernt, waren aber dann schon so kleine Metastasen in der Leber. Die hat man auch dann durch ein Dutzend Chemotherapien zurückgedrängt. Ja, ging ganz gut so einigermaßen. Gut, aber jetzt ab November habe ich dann Schmerzen gehabt, da habe ich schon gewusst, dass sich das nicht mehr lange hinzieht. Und die Ärzte haben mir das jetzt auch bestätigt und ich bin jetzt im Hospiz hier in München, Bodenhausen, in der Effnerstraße 93 gelandet. Und da werde ich jetzt meine letzten Wochen, Tage, was weiß ich, verbringen, bis der Herr Jesus Christus eben zu dem Ja sagt, dass ich zu ihm und das. Und ich darf jeden Tag und jede Stunde zu ihm kommen, mit ihm reden.